Ich bin Jakob, ich bin 20 Jahre alt, ich bin Azubi und habe eine Ausbildung zum Dachdecker angefangen. Ja, ich bin Lorenz Köbert, Dachdeckermeister, seit 2014 und arbeite schon seit 9 Jahren bei Dachdecker Schmidt. Ich bin durch Bekannte an die Ausbildung gekommen und habe dann gemerkt, dass es ziemlich viel Angebot in der Ausbildung gibt von Firma Schmidt, sei es Lehrlingsunterweisung am Wochenende, da ist dann Praxisunterricht in der Firma oder Nachhilfeunterricht. Der Betrieb hat im Moment 15 Lehrlinge auf alle 3 Lehrjahre verteilt. Der Dachdecker ist in 3 Bereichen tätig, das ist das Steildach, Flachdach und Fassade. Im Steildach sind das die Pfannenarbeiten, im Flachdach wird eine Bitumwand aufgeflammt und in der Fassade werden mit kleinformatigen und großformatigen Platten gearbeitet. Ich stehe um 5 Uhr morgens auf, fahre um 6 los zur Arbeit, bin um 25 nach 6 auf der Arbeit oder um 7 auf der Baustelle und arbeite dann bis 16 Uhr. Ja, im Winter, da natürlich versucht man so lange zu arbeiten, wie es geht. Wenn es natürlich absolut nicht mehr geht, dass alles eingefroren ist oder es ist einfach zu gefährlich auf dem Dach, dann gehen wir in die Schlechtwetterzeit. Dann kriegen wir anteilig unser Lohn weiterbezahlt und sitzen eigentlich auf Bereitschaft so zu Hause. Jetzt ein Dach erschaffen hat und da vielleicht noch 2-3 Mal in der Woche irgendwie vielleicht an der Baustelle vorbeifährt und man dann immer schön hochgucken kann und sagen kann, Mensch, das Dach habe ich gemacht. Dass das keine Arbeit für die Tonne ist, wie im Büro ganz oft, sondern dass das was für die Ewigkeit ist.